Hallöchen und willkommen zurück bei Enderal. Endlich mal wieder für euch dürfte diese Folge, also die letzte Folge, 4 Tage her sein. Ich bin immer noch krank. Von daher nicht wundern, wenn ich nicht ganz so hoch motiviert bin. Aber es geht. So mit der reingedrückten Tablette meiner heißen Zitrone, hier geht es. Und wir wollten hier beim Sonnentempel einen Magier suchen. Kauft der Schmied vielleicht auch Zauberkram? Nee, bestimmt nicht. Chronikum. Wir gehen mal ins Chronikum. Hier irgendwo muss ja eine Person sein, die mit magischen Sachen handelt. Heiße Zitrone. Das Beste, was es gibt für mich. Ich liebe das. So. Schreitet wohl. Irgendwer, der... Ihr seid doch die Begleitung dieses Söldners. Mit mir handeln möchte. Oder wie er heißt. Nichts gegen den Mann, aber müssen wir denn jetzt wirklich schon auf Strauchdiebe zurückgreifen? Ist Bitte. Du schon so weit gekommen? Bisschen freundlicher, ja. Du! Hallo. Du! Auch nicht. Hier irgendwer das heißt, muss doch wir mit mir handeln. Bitte des Siegelsteines. Ich hätte nicht gedacht, dass ich das einmal sagen würde, aber... Hab Dank dafür. Bitte, bitte. Mann! Hier war nur der Schlafplatz. Ja, also nicht wundern, dass jetzt noch Tag ist. Ich war dann kurz bei dem Nomaden, habe beim Reisen ein paar Edelsteine verkauft, damit ich mir ein Zimmer leisten kann, weil ich ja wieder alles bei der Bank gelassen habe, ich schlauer Fuchs. Habe da bis um 10 geschlafen. Und dann hier... zum Sonnentempel gereist. Um dort vielleicht, hoffentlich, einen Magier zu finden, der mir Sachen verkauft. Wobei, er Sachen von mir kauft. Die ganzen Stäbe werden nämlich so langsam zur Last. Auch wenn sie uns ein paar Dinge vereinfacht haben. Wenn da unten doch der Schmied ist. Au. Rüstkammer. Müsste doch hier irgendwo Alchemist und Magie. Klasse. Genau das, was wir gesucht haben. Dann... Ihr seid der Prophet, nicht wahr? Das Wunderkind. Höchst erfreut, eure Bekanntschaft zu machen. Gleichfalls. Oh Gott, Moment. Entschuldigung. Sind euch die Namen Finn und Carbos ein Begriff? Ja, natürlich. Wer kennt die beiden nicht? Ein eigenartiges Duo, aber trotzdem unzertrennlich. Warum fragt ihr? Ich weiß nicht recht, wie ich das sagen soll, aber die beiden sind tot. Was? Wie? Woher wisst ihr das? Sie haben mir geholfen, als ich an der Sonnenküste angespült wurde. Aber unser Lager wurde von Banditen überfallen. Sie waren gnadenlos in der Überzahl. Bei Malphas. Das... Ich... Ein tragischer Vorfall jagt den nächsten. Die Frage mag etwas eigentümlich erscheinen, aber... Hattet ihr die Möglichkeit, etwas von ihnen zu bergen? Ihre Amulette? Das ist nicht dein Ernst. Das ist nicht dein Ernst. Schreitet wohl. Haben wir die Amulette in die Truhe gepackt? Wir haben die doch nicht verkauft, oder? Die haben doch kaum was gebracht. Die hatten wenig Wert, wogen viel. Die haben die doch nicht verkauft, oder? Oh, bitte sag nicht, dass wir die verkauft haben. Oh nein. Thank you.
Ihr müsst doch... Wollt ihr mich verarschen? Ich heb mir die ganze Zeit diese dämlichen Amulette auf und jetzt das? Ich habe dran gedacht, sie mitzunehmen und dann so einen Scheiß. Jungs, wo habe ich sie verkauft? Wo habe ich sie verkauft? Ich hoffe nicht beim Reisenden. Weil dann finden wir die nie wieder. Ich glaube, es war auf dem Marktplatz. Wir gehen einfach mal schnell hin. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Ach, so ein Scheiß. Wir hätten auch ahnen können, dass das irgendwie der Alchemist da irgendwo im tiefsten Winkel dieses dämlichen Tempels ist. Ich hab's extra mitgenommen. Ich habe dran gedacht und mir gesagt, okay, vielleicht möchte jemand die Amulette sehen, um den Tod da zu beweisen. Oder vielleicht sind da irgendwelche besonderen Sachen noch dran. Hört meine Worte, oh Ehren. Und dann habe ich ewig nichts gefunden, ja? Und dann habe ich's verkauft. Nein, sie ist nur zum Bestaunen hier. Warum sag, was hab ihr braucht, ich's denn auch verkauft? Bla bla. Rubin, Zirkel, Silbergabel, Amethyst, Eisenfurzlaute. Eisenfurzlaute. Hä? Ich weiß auch nicht, ob ihr euch dran erinnert, wo ich das verkauft habe. Schreitet wohl. Das sind jetzt auch einige Folgen, die man durchgucken müsste. Aber immer doch. Feuerwindbogen. Lehrlingsbücher. Komm schon. So viel Händler können es ja eigentlich gar nicht sein. Frischer Fisch und Meergetier. Ja, all dies, das gibt es hier. So ist das eben. Moralas Segen. Gewürze, Teppiche, Exquisitäten. Ja, ja. Nur das Beste, frisch aus Gilly. Es kann ja eigentlich nur hier sein. Oder in Flussheim. Und ich glaube, der Schneider ist auch der Einzige, der so Schmuck kaufen würde. Aber da waren wir, glaube ich, erst einmal, das ist gar nicht so lange her, und da haben wir das Amulett nicht verkauft. Wart mal. Schreitet alles, was das Herz begehrt. Seht selbst. Ist das ärgerlich? Nichts. Kommt wieder. Es könnte noch die alte Frau in Flussheim das Zeug haben. Diese Irre. Der Jäger hat ja sowas, wenn ich mich nicht irre, nicht gekauft, aber sie. Der Schmied? Der Schmied kauft doch sowas gar nicht. Aber nicht schon wieder. Hallo. Entschuldigung. So. Nein, sie ist nur zum Bestaunen hier. Sagt, was ihr braucht und macht schnell. Nee, hat er auch nicht. Schreitet wohl. So ein Mist. Oh oh. Ja? Es könnte natürlich auch sein, dass ich so schlau war, die Amulette wegzuschmeißen. Schreitet wohl. Wenn ich die weggeschmissen habe, ist natürlich ganz blöd. Dann finden wir die nie wieder.
Ist doch immer dasselbe. Tja. Ihr seid Fremdländer, was? Ich probier's jetzt nochmal in Flussheim. Müsste ich jetzt auch mal das Rote Meer überquert. Tut mir leid, dass wir damit jetzt unsere Zeit verschwenden, aber... Wissensdurstig nach magischen Geheimnissen? Ich habe Bücher... Das ärgert mich gerade. Das ärgert mich gerade zutiefst. Ich gebe mir da solche Mühe, schlepp die ganze Zeit den Kram mit, verkaufe den und dann ein paar Folgen später finde ich den Typen, der den Kram will. Das kann wieder mal nur mir passieren. So ein Scheißmist. Die hatten nicht mal Wert. Die wogen einfach nur verdammt viel. Warum wogen die auch so? Hätten die nichts gewogen, hätte ich die immer noch dabei. So, Kenners. Grüße. Komm schon, komm schon, komm schon. Nein, nein, sie hat's auch nicht. Nein. Hast du noch solche Sachen gekauft? Tretet näher. Sagt Bescheid, wenn euch was ins Auge fällt. Gehabt euch wohl. Ja? Nein, sie ist nur zum Bestaunen hier. Sagt, was ihr braucht und macht schnell. Tja. Schreitet wohl. Das war's. Boah, macht mich das gerade sauer. Och, ich könnte mich jetzt aufregen die ganze Zeit. Liebe Zuschauer. Vielleicht sollte ich... Wie mache ich das denn? Die Leute... Leute, die es doch mal schauen. Hoffentlich kommen die neuen. Müssen wir sagen, wann ich das weggeschmissen habe und wo. Jetzt eine oder wo ich es verkauft habe. Hoffentlich nicht einer Reisenden. Warum muss das so teuer sein? Ansonsten... Schreitet wohl. Ich guck mir nicht die ganze Folge nochmal an. Das ist ein Haufen Stoff und das möchte ich euch auch nicht aufzwingen. Oder euch darum bitten, nochmal alles anzugucken, um zu erfahren, wo das Amulett ist. Warum eigentlich alles? Wahrscheinlich ab Folge 30 oder so. Was ja trotzdem einiges ist. Aber jemand, der sich das nochmal anguckt, hat er damit kein Problem. Etwas, woran er sich nach dem Tod seines Bruders klammern kann. Ich brauche eine Idee, wie ich Leute darauf hinweise. Ein Glück, dass die Frau vom Major wieder gesund ist. So hat er wenigstens etwas, woran er sich nach dem Tod seines machen wir Bruders das denn kann. Jetzt? Hoffentlich kommen die neuen Juden bald. In die Kommentarsektion schreiben? Bei Facebook einen Post machen? Facebook gucken ja auch nicht so viele Leute vorbei, da liegt das Problem. Ein Hinweisvideo in der Playlist. Naja, kann ich ja eigentlich nur in die Kommentare schreiben. So ein Mist. Verdammter Scheißmist. Och nö. Da hatte ich doch recht, dass wir den Schmarrn noch brauchen. Kacke. Große, große Kacke. Wo ist denn jetzt der andere hin? Klar, der hat ein Silberschwert. Wo bist du hin? Der verkauft mir ja nichts. Schreitet wohl. Ich war doch noch einer im Raum. Das ist ein Scherz. Das ist ein Scherz. Wo ist die Nulpe? Es muss doch irgendeine Lösung dafür geben. Ja, irgendwie. Weiß ich nicht.
vielleicht? Nendler? Der ist hier nirgends. Puff, weg! Erzählt mir etwas über den Bund. Euer Wissensdurst in Ehren, aber ich bin kein Magister und habe alle Hände voll zu tun. Zusammengefasst, wir sind Heiler. Und unser Pfad ist es, auf magischen und alchemistischen Wegen körperliche Leiden zu kurieren. Unser Kloster ist weit im Norden, auch wenn ihr es aufgrund des derzeitigen Schneefalls kaum erreichen könnt. Wenn ihr euch für unsere Geschichte interessiert, dann lest am besten ein Buch. Es gibt da eine Menge. Danke. Schreitet wohl. Tja, was so für ein Scheiß. Wo ist denn jetzt der... Da war doch noch so ein Typ, der Tränke gemischt hat. Der müsste doch mit mir handeln. Ja, der wird nicht hier sein. Ich höre es jedenfalls nicht. Ja. Ach, Mann. Eine Misere folgt der nächsten. Der vorigen. Ach, ihr wisst, was ich meine. Ich kann das nicht lesen. Wurscht. Na schön. Wie viel wiegen wir im Moment? Wir wiegen so viel. Wir wiegen viel zu viel wegen diesen bekloppten Stäben. Mir reicht's. Wir packen die jetzt in die Truhe, bis wir wissen, dass der wieder da ist. Schreitet wohl. Hä? Ach, Güter, ja. Schreitet wohl. Schon geht's wieder. So, dann wollen wir doch mal sehen. So. Jetzt haben wir dadurch aber keinerlei Geld verdient, was wiederum scheiße ist. Wir brauchen ja Geld für unser Pferd. Warum riecht es? Hier riecht es gerade so ein bisschen nach Gülle oder so. Ich hätte das Fenster nicht offen lassen sollen. Bestimmt. Oh, es kann auch nicht sein. Keine Ahnung. Hört meine Worte, o wegestreue Bewohner dieser... Ihr seid Fremdländer, was? Ja. Ich wünschte, ich hätte auch mal das Rote Meer überquert. Ein sehr verärgerter Fremdländer. Wie viel wird denn so ein Pferd kosten? 1500? 2000? Hallo, wie kann ich euch zu Diensten sein? Wir nehmen mal 2000 mit. Seid vorsichtig mit eurem Geld. Hier. Sei still. Ihr seid Abenteurer, oder? Sei still. Hier, Serafina Hobbit. Du weißt das doch bestimmt. Universalgelehrte. Oder Universalgelehrter. Eigentlich auch eine gute Frage. Klingt sehr weiblich vom Namen und vom Profilbild her. Sieht es auch sehr weiblich aus. Im Internet weiß man aber nie, steckt doch etwas Weibliches dahinter. Messer. So, Ferdi. Naja. Da hinten? Irgendwann. Sieht so aus. Hier, den will ich. Gekauft. Darius, klasse Name. Was? Nein!
Freda. Oh je, noch eine erschöpfte Seele. Seid ihr euch sicher, dass ihr so weitermachen wollt? Ich meine, so? Wie meinen? Na, ich sehe doch ganz genau, wie ihr euch plagt. Ihr könnt ja kaum noch einen Fuß vor den anderen setzen, so erschöpft seid ihr. Und eure Rüstung? Puh, die muss doch Tonnen wiegen. Naja, geht. Malfas sei Dank habe ich genau, was ihr braucht. Jemanden, der euch die Reise erleichtert. Ein Reittier. Und wisst ihr was? Heute ist euer Glückstag. Denn wenn ihr mir bei einem gewissen Problemchen helft, dann bekommt ihr es sogar für lau. Klasse! Ein Pferd kostet 600 Groschen. Aber erst was Problemchen. Was für ein Problemchen denn? Gnaldalf, ein Troll. Seit jetzt gut 2 Monaten höre ich ständig dieses blutrünstige, grausame Gegrunze in der Nähe des Hofs. Die Garde sagte, ich bilde mir das nur ein, aber ich habe genug von der Welt gesehen, um Trollgeräusche zu erkennen, wenn ich sie höre. Am Anfang kam das Geräusch von hinten aus dem Wald, aber mit der Zeit ist es immer näher gekommen und ich bin mir sicher, dass er es auf meine Tiere abgesehen hat. Bestimmt. Wie wär's also? Ihr tötet Gnaldalf für mich und im Gegenzug bekommt ihr einen meiner besten Esel umsonst, Wirbelsturm. Und glaubt mir, er hält, was der Name verspricht. Den Esel. Wie kommt ein Troll bitte schon an den Namen an einen Namen wie Gnaldalf? Klingelt der nichts bei euch? Gnaldalf wie Gnaldalf aus dem Märchen Der Seraph und die Bestie. In Anbetracht dessen, wie furchteinflößend sein Gegrunze klingt, erschien mir der Name passend. Aber nennt ihn, wie ihr wollt. Solange ihr ihn unschädlich macht, ist mir das egal. Gut, ich werde sehen, was ich tun kann. Wie kann ich ihn finden? Das ist ziemlich leicht. Wartet einfach bis kurz nach Mitternacht. Und dann kundschaftet die Gegend aus und wartet, bis ihr von irgendwoher ein Grunzen hört. Glaubt mir, das kann man nicht überhören. Leider. Und passt auf euch auf, die Biester sind nicht zu unterschätzen. Mhm. Ah. Was gibt es? Klasse. Wie warte ich hier jetzt bis Mitternacht? Da ich Tee nicht benutzen darf? Das ist also Wirbelsturm. Nee, das ist Bonnie. Naja, auch gut. Mann, jetzt habe ich hier nichts zum Hinlegen. Da sollte man mir doch wenigstens die Option geben, bis Mitternacht warten. Jetzt stehe ich hier, müsste wieder in die Stadt rein und im Ladebildschirm nur um diesen... Wenigstens hier im Stall eine Decke hinlegen. Danke, ihr seid ein wahrhaft ja, guter sei Mensch. Ja, sei still. Hast du ein Bett, wo ich schlafen kann? Kaufst du Stäbe? Ach, ich hab die gar nicht dabei. Messer? Irgendwo so ein Pelz, wo ich mich drauf... War Schmetterling. Ich dachte jetzt, wo? Pflanze mit schön leuchtender blauen Blüte? Mhm. Jetzt muss ich echt wieder in die Stadt rein und bis Mitternacht warten. Ich glaub es ja wohl nicht. Mhm. Und? Irgendwelche Fortschritte? Oder ich kaufe mir einfach ein Pferd für 600 Groschen. Also ich hätte mir so ein Pferd teurer vorgestellt. Wenn ich ehrlich bin. So. Ah. Ein Glück sind wir auch gleich im Fremdenviertel, so ist der Weg nicht ganz so weit. Monsieur. Und dann holen wir uns diesen Gnaldalf. Gnaldalf, der Vernichter. Dämliches, pelzbesetztes Biest. Oh, und hier Amulett. Ich komme über dieses Amulett nicht hinweg.
Da habe ich die echt verkauft oder weggeschmissen. Und jetzt finden wir den Typen, der sie braucht. Na, großartig. Aber ich habe auch die Gesprächsoption gar nicht mehr gesehen. Ich habe sie einfach weggeklickt gehabt in der Hoffnung, dass das Gespräch da von vorne anfängt, weil wir die Amulette ja nicht dabei haben. Tja, blöd gelaufen. Und Leute, die das dann schon gespielt haben, sie das angucken, denken sich, ey, geil, der Typ hat dran gedacht, super. Da lohnt es sich jetzt zuzugucken. Und dann sehen sie irgendwann, wie ich die Dinger wegschmeiße. Die müssen sich dann auch die Haare raufen. Ihr seid fremd. Was? Ich wünschte, ich hätte auch mal das rote Meer überquert. Ach Mensch. Ah, ihr. Was gibt es? Sekunde. Was? Oh, natürlich. Ach, der hat's auch nicht. Der hat's auch nicht. Ach, schade. Wir haben noch Handwerkspunkte. So, jetzt könnten wir uns langsam mal die Diebessachen herstellen, aber da haben wir auch nicht genug, ne? Aber mit 30 Punkten reicht bestimmt auch schon für Assassinenzeug. Wir bräuchten nur Anleitungen dafür. Ja, die kriegen wir bestimmt auch bei der Lederhändlerin. Mal gucken. Tja, ja. Jetzt haben wir wieder diesen Ladebildschirm. Nur weil wir bis Mitternacht warten müssen. Hallo. Ja. Yeah. Hm? Gnardal! Ich hätte nicht gedacht, derzeit noch andere auf. Mal fast zum Gruß. Zum Tauschen? Na klar, kann schon sein. Zeigt mal her, was ihr habt. Oder sagt, was ihr braucht. Schade. Schreitet wohl. Sekunden. Wo befindet sich die Bauernküste? Nabend. Nabend. Zum Tauschen? Na klar, kann schon sein. Zeigt mal her, was ihr habt. Ich hätte gern die Rolle der Bauernküste. Zur Bauernküste. Da brauchen wir da nicht hinreiten den ganzen Weg. Es ist kurz nach Mitternacht. Wir müssen Gnardalf jetzt hören. Bis nach Mitternacht warten und den Troll Gnardalf in der Königsbucht aufsuchen. Es ist nach Mitternacht, denke ich. Die Königsbucht müsste ja dann da unten irgendwo sein, oder? Hier ist doch ein Myradenturm. Na Mensch. Oder irre ich mich da jetzt? Das Symbol? Da ist doch ein Myrade. Mhm. Ich sehe es doch genau. So spät noch auf den Straßen? Ich weiß, was ihr braucht. Einen Myradenflug zur nächsten Taverne. Nee. Ich muss Gnardalf finden. Gnardalf, du hässlicher Troll. Wo treibst du dich rum? Ich höre dein Gegrunze nicht. Der ist auch nicht markiert. So ein Scheiß. Mhm. Na nü. Kirsch, was zum... Ihr habt mich erschreckt, verdammt nochmal.
Was wollt ihr? Seid ihr Gnardalf? Bitte was? Dieses Grunzen, das ihr davon euch gebt, was ist das? Grunzen? Ich bete! Beim Namen der Sonne, habt ihr Scheirichtern überhaupt keinen Anstand? Sollen die Geister des Schandes euch doch holen? Ihr ignorante Ausscheidung eines Wüstenwurms, ihr gehässiges Kamel, ihr... Moment mal, was... Sekunde, wenn du das so sagst, dann... Was war das denn eben? Ein Troll, schätze ich. Ach, wirklich? Saldrin, hüte mich vor eurem Scharfsinn. Was ich meine ist, wie zum Henker kommt ein Troll so nah vor die Stadttore? Diese Gardisten werden auch immer nachlässiger. Schlimm ist das. Ja, naja. Ich schätze, ich bin euch Dank schuldig. Ohne eure Hilfe wäre das übel ausgegangen. Jetzt entschuldigt mich. Ich bin eh schon viel zu spät dran. Das betet er auch so tief in der Nacht. Mensch, da war es eine kleine Verwechslung. Jetzt muss ich ja wieder warten, bis es Tag ist, um mit Freda zu sprechen. Oh. Na schön. Ich denke, ich werde einfach vor Beginn der nächsten Folge mich ins Bett begeben hier. Wieder hierher kommen und wenn Tag ist, sprechen wir zusammen mit Fredal über das Geschehene und bekommen unseren Esel und dann reisen wir zurück zur Bauernküste, machen die Ruine und sehen, was dann auch so auf uns zukommt. Wir sehen uns das nächste Mal. Denkt daran, wenn ihr noch mal gucken wollt, wo ich meine Amulette gelassen habe, bitte, bitte. Ich werde euch nicht davon abhalten. Na gut, ciao!